Im September haben vier Züchterinnen, allen voran Karin Pohl, zum großen Pudeltreffen 2014 ins Hundezentrum Siegerland eingeladen. Und über 200 Teilnehmer mit mindestens 125 Hunden kamen. Mit von der Partie waren weiße Pudel, Aprikosen, bunte Pudel, große Pudel, kleine Pudel und natürlich ganz viele Black and Tan Pudel. Das umfangreiche Angebot an Workshops und Kursen begann mit Tricks bei Ingeborg, während Gabi zugleich den Nasen vermittelte, was Hund so unter Zoss zu verstehen hat. Frisur hin oder her. Die Pflege ist ein wichtiges Thema beim Pudel und so wurde in zwei parallelen Kursen Wissen vermittelt. Und weil es so wichtig ist, gab es, während die anderen schon die Mittagspause einläuteten und sich fürs Essen anstellten, Überstunden mit individuellen Tipps und Tricks. Dann konnten sich endlich alle stärken, entspannen und toben. Nach der Pause versammelten sich Teilnehmer und Zuschauer auf der großen Trainingswiese. Hier stand Longieren bei Sandra auf dem Plan. Gleich nebenan in der Halle war nun alles für Aggi gerichtet. Zunächst waren die Einsteiger dran. Erfrischung gewünscht? Im Teich konnten die Vierbeiner wohlbehütet den Kontakt mit dem nassen Element proben. In der Halle ging es mit Aggi weiter. Und so sieht das bei den Fortgeschrittenen aus. Zwischendurch wurde zum Gruppenbild gerufen. Wären tatsächlich alle dem Ruf gefolgt, dann wäre es ganz schön eng geworden. Am nächsten Vormittag gab es ein Cross-Turnier in der Halle, bei dem der Spaß im Vordergrund stand. Zunächst wurde geübt, was die Teams an den Stationen später zeigen sollten. Und weil Punkte vergeben wurden, gab es nach dem Essen auch eine Siegerehrung. Elke mit Flocke auf Platz 3. Hey. Hey.
ich muss ja dazu sagen, wir haben ihr ein bisschen Arbeitserleichterung gegeben, aber ich finde, das hat sie dann auch. Oh. Platz 2 war Elke, 15 mit Giacomo. Deiner ist ein bisschen größer. Oh, guck mal. Ja, und jetzt ratet mal. Auf dem ersten Platz, Sven mit Andrea. Nur so gut sein, wow. Hier, wo ist meine Frau? Hier, guck mal rein. Dann, ja. Dann fliegt jetzt ja raus aus der Kuh. Vielen Dank. Glückwunsch. Von allen gelobt wurde die angenehme Atmosphäre und viele wollen gern wiederkommen. Das sind doch gute Voraussetzungen für ein Wiedersehen.